Ich glaube, man merkt die politische Idee der Freiheit ist quick lebendig, wenn man merkt, dass Leute aus drei Ländern hier zusammenkommen und berichten, dass es immer wieder gelingt, der Idee der Freiheit zum Durchbruch zu verhelfen. Also was die Flavia und ihre Freunde in der Schweiz geschafft haben, ist einfach phänomenal. Eine Studenteninitiative gründet sich und dreht eine Mehrheit großartig. Was die Neos gezeigt haben, ist in einem Land, wo immer alle geglaubt haben, liberale Parteien haben da keine Chance, waren sie erfolgreich und sind auf dem Weg, sich zu etablieren. Großartig. Und wenn wir als FDP den Beitrag leisten können, dass wir zeigen, wir sind ziemlich in Schwierigkeiten gewesen, sind aber jetzt auf dem Weg, wieder zu zeigen, welche Kraft in der Idee der Freiheit steckt, dann sind das, glaube ich, drei Ergebnisse, die alle diesen Satz unterstützen. Die Idee der politischen Freiheit ist faszinierend und kann in jeder Zeit erfolgreich gemacht werden. Ja, also ich finde, man muss immer bereit sein, neue Formate auszuprobieren. Das Parteiengesetz und sozusagen der klassische Aufbau einer Partei sagt natürlich, Partizipation erfolgt dadurch, dass du eintrittst, dich in einem Ortskreisverband und so weiter engagierst, dass dort Anträge eingehen und die dann sozusagen über die Parteitage sich nach oben hin durchsetzen. Aber wir merken eben auch, dass es viele Leute gibt, die sehr ungeduldig sind, die schneller zu Erfolgen kommen wollen. Und wir experimentieren da eben auch mit neuen Formaten. Am Rande unseres Bundesparteitags, den wir ja auch für alle Mitglieder geöffnet haben, gibt es Side-Events, zum Beispiel dieses Speakers Corner, wo wir Leute einladen, Vorträge zu halten, wo wir den Untergliederungen oder auch Vorfeldorganisationen sagen, wenn ihr ein spannendes Thema habt, da kriegt ihr dann einen Slot. Und wer sich dafür interessiert, setzt sich dazu. Das ist ist nicht ganz Barcamp, weil es nicht ganz so improvisiert ist, aber es geht sozusagen in die Richtung. Und mit solchen Dingen experimentieren wir natürlich auch, um einfach schneller und agiler zu werden und damit eben keine blinden Flecke entstehen in der Wahrnehmung, was Leute umtreibt oder was auch an spannenden Argumenten gibt.